Für manche Fälle muss das machen. Insbesondere dann, wenn es das umlässt. Ah, Pumpel überträgt. Jetzt ist er schon noch knusprig, oder? Der Pumpel wieder, der lasst es wieder grauer aus der Saugrast. Weißt du Bescheid, ne? Hin und wieder schreibe ich dann einmal was anderes rein in den Streaming-Bereich. Da schreibe ich dann rein, wir machen Hackschnitzel oder sowas, weißt du? Wenn ich Zeit entschlossen habe, Holzarbeit zu machen, dann schreibe ich sowas rein. So, jetzt muss ich mal ein paar Bäume schneiden. Ja, hab schon gesehen, und? Alles habe ich schon mit. Ja, das ist ja wie bei allem. Also ich habe jetzt da überhaupt kein Problem, wenn ich die Bäume mache, gell, mit dem Häcksler. Ich lasse die einfach vom Harvester aus fallen und gut ist. Stellen wir da einen Traktor hin, wo die Bäume aufhält, dass sie nicht weiterrollen. Dann passt es. Nein, ich lasse nicht auf den Häcksler drauf, ich schmeiß vor den Häcksler hin. Da schaut mit der Gabel vom Häcksler schon bis dann rein. Ganze Donner, da scheiße ich gar nicht lange rum, die werden gleich komplett gehäckselt. Ist ja langsam, damals kann ich erst so einen Scheiß.
Und das ist mir wurscht, ob ein Band schön fällt oder ob ein Band in das Dickicht reinfällt, das interessiert mich überhaupt nicht. Das zeige ich auch wieder raus aus dem Dickicht. Was ich noch Container kriege, sechs Bandlein, dann ist der Container voll. Also mache ich sechs Band. Und gut ist. Brutal, brutal. Mit Mais tue ich nicht mehr gruppern, extra. Da habe ich mir das Güllefassel gekauft, hinten den Grupper hinhängst, der wusste gleich eingruppert. Der hat zwar bloß 6 Meter Arbeitsbreiten, aber ich spare mir den Gruppergang.
Donner habe ich schon drin, vier liegen da. Dann ist jetzt das die letzte Donner, wo ich reinhaue. So, müssten alle gehen, müsste ich alle holen können, die Tannen. Aber Sprit braucht halt der wenn der Arbeit, gell? Das ist schon Wahnsinn. Ja, egal was für ein, dass du hier hängst. Ja, das glaube ich allerdings auch.